Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die vielen tausend Handwerksbetriebe in Deutschland, ihre Meister, ihre Beschäftigten, ihre Mitarbeiter genießen in unserem Land, aber auch bei unseren Nachbarn ein ganz großes, enormes Ansehen. Das hat etwas zu tun mit der herausragenden Qualität ihrer Arbeit. Das hat etwas damit zu tun, dass sie seit vielen Jahrhunderten, Jahrzehnten und auch heute einen wichtigen Beitrag leisten zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und zum wirtschaftlichen Wohlergehen des Landes. Es wird nicht nur anerkannt von den Menschen in Deutschland, es wird anerkannt vom Deutschen Bundestag, von der Bundesregierung und von den allermeisten Fraktionen in diesem Parlament. Wir haben uns seit vielen, vielen Jahren gemeinsam bekannt zum Meisterbrief. Wir haben uns gemeinsam bekannt zum Erhalt der Meisterpflicht. Und das ist ein wichtiges Signal, dass wir die Anliegen des Handwerks in Deutschland ernst nehmen, gemeinsam die Mehrheit des Deutschen Bundestages und die Regierungsfraktionen und die Bundesregierung. Und es ist gerade in der heutigen schwierigen konjunkturellen Lage von großer Bedeutung. Ich habe Ihnen in der vergangenen Woche die Herbstprojektion der Bundesregierung vorgestellt, und die Konjunkturzahlen zeigen ein gespaltenes Bild. Während es insbesondere in den exportorientierten Bereichen der Industrie, auch der mittelständischen Industrie, überall dort, wo beispielsweise Autozulieferer betroffen sind, zu einer Wachstumspause gekommen ist, die schon einige Zeit anhält, ist gerade im Bereich des Baus und des Handwerks die Konjunktur ungebrochen. Damit trägt das Handwerk dazu bei, dass wir in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage eine Rezession, eine dauerhafte Rezession verhindern. Wir haben im Handwerk neue Höchststände bei der Kapazitätsauslastung, bei den Auftragsreichweiten der Betriebe sowie steigende Umsätze und Beschäftigung. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn das Konjunkturwetter in diesem Bereich gut ist, wir müssen heute die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir ein leistungsfähiges Handwerk mit Menschen, die gerne dort arbeiten, auch in Zukunft in Deutschland beheimatet wissen. Ich habe aus diesem Grund eine Mittelstandsstrategie vorgelegt, die eine große Wertschätzung für die mittelständische Wirtschaft insbesondere zum Ausdruck bringt und auch die Leistung des Handwerks würdigt. Einer der Punkte ist dabei die Wiedereinführung der Meisterpflicht in einer Reihe von Handwerksberufen, für die sie vor einigen Jahren abgeschafft worden ist. Es geht hier auch um Wertschätzung, aber es geht vor allen Dingen auch um Qualität, um Qualifizierung und um nachhaltiges Unternehmertum. Wir hatten uns als Regierungskoalition im Handwerk im Koalitionsvertrag darauf verständigt, das Handwerk noch stärker anzukennen und zu fördern und die Handwerksrechtsnovelle von 2003 zu evaluieren und die Wiedereinführung der Meisterpflicht für einzelne Berufsbilder im Einklang mit deutschem und europäischem Recht zu prüfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Prozess, der seit nunmehr anderthalb Jahren stattgefunden hat, ist ein herausragendes Beispiel für die Zusammenarbeit von Parlament und Bundesregierung in der Gestaltung und Ausarbeitung von Gesetzgebung. Wir haben im Jahre 2018 eine Koalitionsarbeitsgruppe Meisterpflicht eingerichtet. Und ich möchte mich den beiden Vorsitzenden Carsten Linnemann und Sören Barthol ganz besonders herzlich Dank aussprechen für die große gemeinschaftliche Teamarbeit, die dort mit allen Angehörigen dieser Koalitionsarbeitsgruppe, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern meines Ministeriums, aber auch mit den Verbänden, insbesondere dem Zentralverband des Deutschen Handwerks, geleistet worden ist. Das Ergebnis ist nach einem umfassenden Konsultationsverfahren, nach einer Sachverständigenanhörung durch den Wirtschaftsausschuss, ist das Ergebnis, dass wir einen großen und breiten Konsens erzielt haben und dass wir für insgesamt 12 Gewerke wieder eine Zulassungspflicht einführen werden. Diese werden von der Anlage B der Handwerksordnung zurück in die Anlage A überführt. Es sind dies die Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, die Betonstein- und Terrazzohersteller, die Estrichleger, die Behälter- und Apparatebauer, die Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler- und Holzspielzeugmacher, Böttcher Raumausstatter, Glasveredler, Orgel- und Harmoniumbauer, Schilder- und Lichtreklamehersteller.
Wir tragen damit der besonderen Gefahrgeneigtheit gegenüber Dritten Rechnung. Bei drei Gewerken orientieren wir uns auch an deren Relevanz für den Erhalt unseres Kulturerbes. Auch das ist ein berechtigtes Anliegen der Politik, dass wir ein über viele Jahrhunderte gewachsenes Kulturerbe stärken und für die Zukunft erhalten, indem wir den notwendigen Wissenstransfer und die duale Berufsausbildung sicherstellen. Gleichzeitig, meine Damen und Herren, fördern wir durch die parallelen Verbesserungen beim Meister-BAföG noch stärker die Fortbildung der künftigen Meister. Einige Handwerke, die nicht in dieser Zwölferliste enthalten sind, sind mit der getroffenen Auswahl verständlicherweise nicht zufrieden. Auch das gehört zu einem parlamentarisch-politischen Prozess hinzu, dass man es am Ende nicht allen recht machen kann. Für uns stand das Grundgesetz und das europäische Recht im Vordergrund. Wir wollten eine Regelung vorlegen, die sich an den sehr strengen Anforderungen orientiert. Und deshalb kamen nur gefahrgeneigte Handwerke oder eben die Wahrung des Kulturerbes als Begründung in Betracht. Aber, meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass diese Auswahl auch jede Herausforderung bestehen wird vor dem Europäischen Gerichtshof, vor dem Bundesverfassungsgericht. Und im Übrigen, wir haben im Gesetzentwurf auch beschlossen, dass das Ergebnis evaluiert werden soll. Und dann werden wir auch die Frage stellen, ob die Argumente in weiteren Gewerken für die Zukunft Gültigkeit haben können. Im Augenblick ist es wichtig, dass wir juristische Risiken vermeiden und dass wir die Zustimmung zum Meisterbrief, zur Meisterpflicht insgesamt wieder stärken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Meisterbrief ist ein wichtiges Gütesiegel, nicht nur für die Qualität von handwerklicher Arbeit, sondern für die deutsche Wirtschaft insgesamt. Er gewährleistet einen Vorsprung an Wissen in praktischer und in betriebswirtschaftlicher Hinsicht. Die Menschen vertrauen ihren Meisterbetrieben und deren Qualität. Deshalb möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bedanken für alle, die daran mitgewirkt haben, diesen wichtigen Gesetzentwurf zustande zu bringen. Wir machen einen wichtigen Schritt, um das Handwerk zukunftsfähig zu machen für die nächsten Jahrzehnte. Vielen Dank. Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister. Erste Lesung heute des Gesetzentwurfs, der hier von den Koalitionsfraktionen eingebracht wird. Jetzt hören wir Tino Chrupalla für die AfD. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Landsleute, liebe Handwerker. Die Bundesregierung hat beschlossen, die Meisterpflicht für 12 Gewerke wieder einzuführen und damit die Handwerksnovelle von 2004 teilweise rückgängig zu machen. Dazu kann man eigentlich nur sagen, na also, Herr Altmaier, geht doch. Eine Frage aber müssen Sie sich gefallen lassen. Und ich bin sicher, dass das auch viele Handwerksmeister in unserem Land interessiert. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Die Nachteile zeichnen sich schon seit mehr als 15 Jahren ab. Und uns haben Sie damals vorgeworfen, wir würden das EU-Recht missachten, als wir den Antrag zur Wiedereinführung der Meisterpflicht einbrachten. Immer wieder hat man das EU-Recht vorgeschoben und die Rückkehr zum Meister hinausgezögert, obwohl kluge Leute das schon lange als Fehler erkannt hatten. In der Anhörung, die auch erst dieses Jahr stattfand, erfuhren wir von Gutachter Herrn Professor Burgi, dass es hier überhaupt keine Kollision mit dem EU-Recht gibt. Im Gegenteil, es gibt genügend Begründungen, die es uns ermöglichen, das EU-Recht zu umgehen, um unsere nationalen Interessen zu wahren. Wussten Sie das etwa nicht? Wir haben ja hier genügend Juristen. Warum wurde das jetzt erst festgestellt, dass das EU-Recht hier sehr wohl Spielraum für die Berücksichtigung nationaler Interessen lässt? Ist das vielleicht in anderen Bereichen auch so? Das würde mich auch mal brennend interessieren. Die Begründung in Ihrem Entwurf, Herr Altmaier, warum ein jeweiliges Gewerk rückvermeistert werden soll, erscheinen mir auch bisweilen etwas willkürlich. Sie haben es angedeutet. Warum fällt eigentlich ein Geigenbauermeister unter Kulturgutschutz und der Orgelbauermeister unter Gefahrenschutz? Aber was soll's? Eine andere wichtige Frage habe ich auch noch. Warum tun Sie sich eigentlich so schwer mit einem Bekenntnis zu unseren guten Traditionen? Anstelle eines deutlichen Bekenntnisses zum traditionellen Handwerk führt das BMWI eine Kampagne für das digitale Handwerk. Meinen Sie wirklich, dass so das Handwerk attraktiver wird? Es ist Jahrhunderte ohne Algorithmen ausgekommen. Verstehen Sie mich nicht falsch, nichts gegen Digitalisierung. Manche Tools sind wirklich hilfreich, aber traditionelles Handwerk ist eben traditionelles Handwerk und hat seine Daseinsberechtigung.
Und wie gesagt, ich freue mich außerordentlich, dass Sie sich jetzt wieder für die Wiedereinführung der Meisterpflicht für immerhin 12 Gewerke auch entschlossen haben. Es ist ein guter Anfang, aber ich würde mir natürlich noch ein deutlicheres Bekenntnis zum traditionellen Handwerk wünschen. Es ist eigentlich auch nicht so schwer. Wir müssen ja nicht gleich ein Folkloremuseum bzw. Ministerium einführen wie in Polen, aber vielleicht können wir uns an die Österreicher orientieren. Dort hat das Bundeskanzleramt im Jahr 2016 eine Studie anfertigen lassen mit dem Titel Traditionelles Handwerk für immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor. Genau darum geht es. Ich will mal vorlesen, wie die Österreicher das formulieren, hier gleich auf Seite 1. Traditionelles Handwerk in Österreich braucht ein neues Selbstverständnis und mehr öffentliches Bewusstsein für seinen gesellschaftlichen Wert, um erhalten zu bleiben. Ganze Berufszweige und das damit verbundene Wissen und Können sind vom Aussterben bedroht. Es ist Zeit, diesen negativen Tendenzen entgegenzuwirken. Nicht nur als nachhaltige Antwort auf die Massenproduktion globaler Märkte und überbordenden Konsum, sondern auch im Hinblick auf ein sinnvolles und aussichtsreiches Ausbildungs- und Berufsangebot für kommende Generationen. Besser hätte ich nicht sagen können. Und diese Studie wurde übrigens von der österreichischen UNESCO-Kommission erstellt, im Auftrag des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. So, und jetzt freuen wir uns auf die Rückvermeisterung der noch anderen Gewerke und auf die neue Kampagne des BMWI mit dem Titel Traditionelles Handwerk in Deutschland, identitätsstiftende kulturelles Erbe und Rückgrat deutscher Wirtschaftskraft. Sie können diese Idee gerne übernehmen, Herr Altmaier, ohne meinen Namen zu nennen. Das macht der Herr Kretschmer in Sachsen übrigens auch immer so. Mir soll es recht sein. Uns geht schließlich um die Sache. Vielen Dank. Fliesen, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Behälter- und Apparatebauer sowie Parkettleger, das nur einige der Gewerke, in denen die Meisterpflicht wieder eingeführt werden soll. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht nur Produkte aus Deutschland genießen weltweit den besten Ruf. Eine Harvard-Studie hat das erst vor wenigen Wochen wieder bestätigt. Made in Germany ist und bleibt Gütesiegel für Wertarbeit allen Unkenrufen zum Trotz. Auch deutsches Handwerk gilt als vorbildlich, als Synonym für Qualität. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist der Meisterbrief. Um Qualität, Verbraucherschutz und ein hohes Ausbildungsniveau auch in Zukunft zu sichern, wollen wir mit der Änderung der Handwerksordnung für 12 Gewerke die Meisterpflicht wieder einführen. Unsere Handwerkerinnen und Handwerker wissen ganz genau, was sie tun. Sie haben ihr Handwerk von der Pike auf gelernt, eine 3-jährige duale Ausbildung mit klaren Regeln, Auflagen und einer Abschlussprüfung absolviert. Der höchste klassische Berufsabschluss im Handwerk, den man bei uns erwerben kann, der Meistertitel, steht für verbriefte Qualität. Und mindestens ebenso wichtig, Meisterinnen und Meister geben ihr Können und ihr Wissen an ihre Auszubildenden und ihre Gesellen weiter. Handwerkerinnen und Handwerker leisten in ihrem Beruf jeden Tag gute Arbeit. Als Teil des Mittelstands bilden sie das Rückgrat unserer Wirtschaft. Mit ihrer Arbeit tradieren sie jahrhundertealtes Wissen und Kulturgut, verknüpfen es mit Neuem und sorgen so für Innovation und Wertschöpfung in Deutschland. Idealerweise geschieht all das mit Tarifbindung. Die allerdings ist im Handwerk seit Jahren rückläufig. Aus sozialdemokratischer Sicht eine inakzeptable Entwicklung. Und neben Tariftreueklauseln in den Ländervergabesätzen brauchen wir auch hier ein Bundestariftreuegesetz, wie der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil es fordert, schon um handwerkliche Berufe auch für junge Menschen attraktiver zu machen. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, die Wiedereinführung der Meisterpflicht zu prüfen. Warum tun wir das? Seit der Novelle von 2004 haben sich viele Berufsbilder stark verändert. Es gibt Handwerke, in denen ist die unsachgemäßige Ausführung nicht nur für die Verbraucherinnen und Verbraucher schlimm und schädigt sie, sondern es kann auch lebensgefährlich sein. Man denke an Estrich, aber auch Fliesenleger. Stichwort Fusch am Bau. Außerdem wollen wir bestimmte Handwerke schützen, die vom Kulturgüterschutz erfasst werden, wie Drechsler, Holz, Spielzeugmacher oder Orgelbauer. Daher ist eine Reglementierung der Ausübung der betroffenen Handwerksberufe zum Schutz von Leben und Gesundheit sowie der Wahrung von Kulturgütern und immateriellem Kulturerbe erforderlich. Entscheidend für die Einführung der Meisterpflicht ist also, ob es sich um gefahrgeneigte Handwerker handelt, ob das jeweilige Handwerk vom Kulturguterschutz erfasst wird oder als immaterielles Kulturgut anzusehen ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Liberalisierung der Handwerksordnung von 2004 hatte leider neben dem erfreulichen Anstieg der Selbstständigen in den zulassungsfreien Berufen auch einen Rückgang der Auszubildendenzahlen zur Folge, der nicht in unser aller Sinne sein kann.
Die Meisterpflicht trägt durch hochwertige berufliche Aus- und Weiterbildung auch maßgeblich zur Sicherung des Fachkräftenachwuchs bei, den wir in diesen Zeiten so dringend brauchen. Unser Ziel: mehr Qualität für Verbraucherinnen und Verbraucher und mehr Nachwuchs im Handwerk durch bessere Ausbildung. In der Koalitionsarbeitsgruppe Meisterbrief haben wir die Gutachten des Zentralverbands des Handwerks und der Gewerkschaften angehört und diskutiert. In einem Konsultationsverfahren hat, und da muss man auch mal einen Dank an das Bundeswirtschaftsministerium, vor allen Dingen auch an diejenigen, die das dort ausgeführt haben, die Beamtinnen und Beamten, haben wir ein Konsultationsverfahren durchgeführt, in dem wir alle Gewerke intensiv angehört haben. Und auf dieser Basis haben wir uns nun entschieden, die Meisterpflicht in 12 Gewerken wieder einzuführen. Und neben dem Dank an diejenigen, die das dort gemacht haben, auch noch mal unser Dank an den Bundeswirtschaftsminister Altmaier und auch den Kollegen Lindemann und natürlich allen Mitgliedern der Arbeitsgruppe, der Koalitionsarbeitsgruppe, die dort viel Zeit und Arbeit rein investiert haben und auch für die konstruktive Zusammenarbeit. Ich möchte mich dafür persönlich auch bedanken. Der Meisterbrief ist die beste Garantie für Qualitätsarbeit, Verbraucherschutz, Leistungsfähigkeit und Innovationskraft. Mit der Wiedereinführung der Meisterpflicht schreiben wir die Erfolgsgeschichte des deutschen Handwerks fort. Vielen Dank. Ja, und an dieser Koalitionsarbeitsgruppe, da hat Sören Barthol als SPD-Fraktionsvize mitgewirkt und er hat der ganzen Arbeitsgruppe gedankt für diesen Entwurf, der aus den Reihen der Fraktionen hier eingebracht wird. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, es ist schön, dass Sie selber hier sind, dass Sie sich die Zeit genommen haben für so ein wichtiges Thema. Das machen Sie ja nicht immer. Es freut mich persönlich sehr, wie oft ich diese Woche an dieser Stelle hier das Wort Handwerk, Mittelstand gehört habe. In allen Themen kam es vor und es scheint dem Bundestag also wichtig zu sein. Sie, Herr Minister, haben es auch gerade noch mal betont. Und das Handwerk hat es auch verdient. Es ist stark als Arbeitgeber, als Ausbilder der Nation und als Innovator. Handwerk ist aber auch noch mehr. Es steht immer noch für Arbeitgeber, die sich ihrem Umfeld vor Ort verbunden fühlen und die Werte leben, die für Beschäftigung und Integration auf dem Arbeitsmarkt sorgen und nicht fragen, wo man herkommt, sondern fragen, wo man hin will. Sprich, Handwerk verbindet hohe Qualität, Made in Germany, mit einem Aufstiegsversprechen für alle die, die es wollen und die sich anstrengen. Das ist soziale Marktwirtschaft pur, das ist auch FDP pur. Handwerker stehen für Qualität und gute Arbeit, also kein Fusch am Bau, sondern dass der Verbraucher nachhaltig vor Schäden und vor Gefahren geschützt wird. Meine Damen und Herren, und genau das ist der Punkt, genau das begründet für uns Freie Demokraten die mögliche Wiedereinführung der Meisterpflicht in entsprechend definierten Gewerken. Weil wir wissen, es braucht die Meisterqualifikation zur Ausbildung von Fachkräften, zur Einschätzung und Abwehr von Gefahren. Das gilt vor allem bei der Vermeidung von Schäden am Bau. Denn die treten bekanntlich häufig erst nach vielen Jahren auf. Sie sehen, wir schauen genau hin und wir können bei diesem Gesetzentwurf damit gehen, wo der Gefahren- und der Verbraucherschutz gerichtsfest begründet werden kann, und zwar verfassungs- und europarechtlich. Bei Gewerken wie zum Beispiel dem Fliesenleger, dem Lichtreklamehersteller, dem Rouladen- und Sonnenschutztechniker oder dem Apparatebau kann dies möglich sein und ergibt auch Sinn. Die Anhörungen im Wirtschaftsministerium, ich war 2 Tage da, habe es mir angehört, sowie im Ausschuss haben es belegt. Ihr Kulturgüterschutz macht es uns dann aber wiederum nicht einfacher. Soll der Orgelbauer dazu gehören, weil er im Land von Bach und Beethoven ein schützenswertes Kulturgut ist oder weil große Kirchenorgeln extrem hohe statische Ansprüche haben? Ein Außenstehender kann auch überhaupt nicht verstehen, warum ein Böttcher dazu gehört, aber nicht der Goldschmied, der Bestatter, Fotograf oder andere. Meine Damen und Herren, wo Angebot und Nachfrage nach Fachkräften und Qualitätshandwerk heute gut funktionieren, da sollten wir jeden Eingriff wohl überlegen. Deswegen ist es auch gut, dass der Bestandsschutz für bereits bestehende Betriebe abgesichert ist. Aber, meine Kolleginnen und Kollegen, wir Freien Demokraten wollen mehr. Wir wollen künftige Gründer und Übernehmer von Betrieben eine ausreichende Frist geben, um die Meisterausbildung berufsbegleitend zu absolvieren. Die Tagesschule bis zum Meister dauert im Allgemeinen 1 Jahr.
die Abendschule 2 Jahre. Denken wir also auch an die Fleißigen, die den Meister in der Abendschule noch neben dem Beruf machen. Ich bewundere diese Leute ganz besonders. Ich hätte das nie geschafft, aber die gibt es. Und darum müssen wir die Frist zum Nachweis des Meisterbriefes von 6 auf 24 Monate erhöhen. Wir werden dazu einen Antrag einbringen. Und gleichzeitig sollten wir dafür sorgen, dass erfolgreiche Meistergründer bundesweit komplett von Lehrgangs- und Prüfungsgebühren befreit werden, so wie wir es, wie unsere Partei in Niedersachsen und jetzt auch in Thüringen fordert. Das wäre ein sichtbares Zeichen, ein Beweis für die nötige Gleichstellung von beruflicher und akademischer Bildung. Und ich glaube, das wollen wir eigentlich alle. Und ich komme zum Schluss, liebe Kollegen. Wenn wir es gemeinsam schaffen, den Meisterbrief europarechtlich abzusichern, sind wir auf Ihrer Seite. Das Handwerk und die duale Berufsausbildung sind Erfolgsgeschichten in Deutschland. Sie sind es wert, auch in Europa verankert zu werden. Wir werden dem Überweisungsantrag zustimmen. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Thomas Lutze für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Handwerk ist ein bedeutender Faktor unseres Wirtschaftssystems. Es ist für viele Menschen die Existenzgrundlage und meist auch für die ganze Familie. Das Handwerk ist ein begehrter und weit verbreiteter Arbeitsplatz, und bei der Ausbildung bietet das Handwerk jedes Jahr Hunderttausenden einen Start ins Berufsleben. Deshalb sollten Gesetzesänderungen immer sensibel und mit Bedacht und natürlich auch einvernehmlich mit den Betroffenen, mit den Verbänden, mit den Beschäftigten vorgenommen werden. Als Rot-Grün im Jahr 2004 die umfangreichste Änderung seit Bestehen der Handwerksordnung vorgenommen hatte, fiel die Meisterpflicht in 53 Gewerken ersatzlos weg. Handwerker in den sogenannten 1b-Gewerken brauchten seitdem zur Anmeldung ihres Gewerkes noch nicht einmal eine abgeschlossene Berufsausbildung. Leider konnten dies unsere beiden damals im Bundestag vertretenen Abgeordneten nicht verhindern. Die Auswirkungen jedoch waren verheerend. Die Ausbildungszahlen gingen zurück, der Preisdruck stieg, die Löhne sanken. Auch die Handwerksbetriebe veränderten sich. Auf der einen Seite entstanden riesige konzernähnliche Strukturen, und auf der anderen Seite stieg die Anzahl der oft schlecht sozial abgesicherten Solo-Selbstständigen massiv an. Daher ist es richtig, Herr Altmaier, dass die Bundesregierung endlich eine Initiative des Bundesrates aufnimmt und sich der Wiedereinführung der Meisterpflicht zumindest in einigen Gewerken vorgenommen hat. Das unterstützen wir als Linksfraktion. Doch allein diese Maßnahme wird die Probleme im Handwerk nicht lösen. Wir fordern deshalb von der Bundesregierung weitgehende Initiativen, um die Arbeitsbedingungen und die Bezahlung im Handwerk attraktiver zu machen. Nur so lassen sich die Mängel an Fachkräften langfristig beheben. Denn Beschäftigte im Handwerk verdienen immer noch durchschnittlich ca. 20% weniger als in anderen vergleichbaren Sektoren unserer Volkswirtschaft. Dies erklärt sich vor allem durch eine mangelnde Tarifbindung. Wir fordern deshalb von der Bundesregierung geeignete Maßnahmen, um die Tarifbindung zu erhöhen und auch flächendeckend durchzusetzen. Entschuldigung. Vor allem müssen auch sogenannte Subunternehmer zur Tariftreue verpflichtet werden. Viel mehr Aufmerksamkeit verdienen ebenfalls die sogenannten Solo-Selbstständigen. Hier brauchen wir dringend einen gesetzlichen Rahmen, um ihre soziale Absicherung und die Absicherung im Alter und vor allen Dingen auch für auskömmliche Honorare zu sorgen. Die weit verbreitete Selbstausbeutung und das soziale Abseits im Alter sind leider weit verbreitet. Dies ist aus meiner Sicht und aus Sicht der Linksfraktion eine Frage des derzeitigen Systems und gehört dringend korrigiert. Vielen Dank. Das Wort hat die Kollegin Claudia Müller für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist die Mittelstandsbeauftragte der Bündnisgrünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es herrscht Einigkeit in diesem Haus. Wir alle wollen den Meisterbrief stärken. Wir alle wollen, dass wieder mehr Männer und Frauen Handwerksberufe erlernen und möglichst auch eine Meisterfortbildung machen.
Wir alle wollen das Handwerk stärken, damit das Lohnniveau im Handwerk wieder steigt, was leider noch zu oft zu niedrig ist. Der Kollege Lutze hat gerade die Böckler-Stiftung zitiert dazu. Auch den Fachkräftemangel wollen wir angehen und Wettbewerbsverzerrungen beenden. Für all diese Ziele ist es aber durchaus fraglich, ob der vorgelegte Gesetzentwurf hier wirklich in allen Punkten spürbare Verbesserungen bringen wird. Sie schreiben in dem Gesetz zum Beispiel, dass jährlich durch die Meistervorbereitungskurse den Handwerkerinnen und Handwerkern 3 Millionen Euro an Kosten entstehen. Der Normkontrollrat beziffert die Kosten pro Prüfling auf 6.600 Euro. Und das ist ohne die Vorbereitungszeit einzurechnen. Das heißt, eine Rückvermeisterung, die ja durchaus sinnvoll ist, ist der eine Schritt. Viel sinnvoller wäre es aber tatsächlich, die Meistervorbereitung und Prüfung kostenfrei zu stellen. Denn das wäre auch eine echte Gleichbehandlung zwischen Studium und dualer Fortbildung. Und das würde im Übrigen allen, die Meisterinnen und Meister werden wollen, helfen, nicht nur in den Berufen, die jetzt rückvermeistert werden sollen. In allen Bereichen bleibt aber weiterhin das Problem der niedrigeren Einkommen bestehen. Und auch hier hilft die Rückvermeisterung nicht. Maßnahmen zur Erhöhung der Tarifbindung wären hier angezeigt. Und ich hoffe, dass Sie hier noch mal nacharbeiten an dieser Stelle. Denn höhere Einkommen würden auch wirklich helfen, mehr Fachkräfte im Handwerk zu halten. Die Abwanderungsquoten vom Handwerk in die Industrie sind immer noch deutlich zu hoch. Und der Lohn ist hier ein treibender Faktor. Da müssen wir deutlich mehr ran. Und das würde auch helfen, mehr junge Leute davon zu überzeugen, wieder einen Handwerksberuf zu erlernen. Und um die Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern, müssen wir natürlich auch die unterschiedlichen Lohnnebenkosten angehen, indem zum Beispiel für Selbstständige eine Rentenversicherungspflicht eingeführt wird. Der Meister, diejenigen haben das ja, 18 Jahre lang müssen sie dann einzahlen. Für den Selbstständigen in den freien Bereichen haben wir das nicht. Hier einfach eine Rentenversicherungspflicht, auch das würde helfen, hier eine Gleichheit herzustellen. Und ich will jetzt auf einen vielleicht kleinen Randpunkt kommen. Aber wir sprechen hier immer in der ersten Linie nur von den Handwerkern und den Meistern. Es gibt eben auch Handwerkerinnen und es gibt auch die Meisterin. Auch wenn der Anteil bis jetzt noch sehr gering ist, er steigt langsam, aber es gibt spezifische Probleme. Und zwar spezifische Probleme insbesondere für die selbstständigen Frauen im Handwerk. Es gibt viele körperlich anstrengende Berufe, wo man mit Gefahrenstoffen hantiert, Staub und Dämpfe einatmet. Das können Frauen auch, das ist kein Thema. Wir haben aber die Frage, was ist, wenn sie schwanger werden? Im Angestelltenbereich ist es kein Problem. Sie bekommen Berufsverbot, sie bekommen eine entsprechende Lohnausgleichszahlung, kein Problem. Diese Form des Arbeitsschutzes gilt aber eben nicht für Selbstständige. Das heißt, eine selbstständige Meisterin steht vor der Frage, weiterarbeiten, um mögliche Schädigungen für ihr Kind hinzunehmen oder einen extrem hohen Verdienstausfall für Monate hinzunehmen. Und das ist ein Thema, wenn wir mehr Frauen ins Handwerk bekommen sollten, sollten wir da hingehen, Herr Altmaier. Das wäre eine wirklich schöne Sache und es wäre ein Thema, was wir in den anstehenden Beratungen vielleicht mitberachten sollten. Denn um das Handwerk zu stärken, sollten wir gemeinsam in die Zukunft blicken und nicht immer nur zurück auf eine angeblich glorreiche Vergangenheit. Um den Fachkräftemangel wirklich anzugehen, brauchen wir mehr Investitionen in Bildung, in Weiterbildung und eine echte Gleichwertigkeit akademischer mit beruflicher Ausbildung. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Jens Köppen das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Männer und Frauen im deutschen Handwerk. Die Gesetzesänderung zur Handwerksordnung wurde notwendig, weil wir Fehlentwicklungen entgegenwirken mussten, aber weil wir auch die Sicherung des deutschen Handwerks in Betracht und im Blick haben und vor allen Dingen auch den Meistertitel stärken wollen. Denn seit der Novelle 2004, es wurde ja mehrfach angesprochen, hat sich die Wirtschaft und insbesondere das deutsche Handwerk grundlegend geändert. Mit der Novellierung der Handwerksordnung im Jahre 2003 sollte der angeschlagenen Wirtschaft geholfen werden. Und man hat versucht, durch die Änderung der Novelle, durch die Rücknahme einiger Betriebe aus der Anlage
A in die Anlage B zu versuchen, mehr Betriebe zu generieren, mehr Beschäftigung zu generieren, mehr Gründung im Handwerk zu generieren und generell neue Impulse zu setzen. Das war vor 16 Jahren. Und natürlich war damals eine andere Situation. Da hatten wir eine Arbeitslosenquote von 11%. Da waren über 5 Millionen Menschen in Arbeitslosigkeit. Es gab zuhauf gute Ausbildungswillige, gute Gesellen. Und heute hat sich das Bild komplett gedreht. Wir haben eine Arbeitslosenquote von unter 5%. Das sind ungefähr 2,3 Millionen Menschen im August 2019. Die Jugendarbeitslosigkeit im Jahre 2018 ist im Schnitt bei 4,7%. In Deutschland, in Europa sind das 12%. Also das ist auch ein Zeichen, dass das System funktioniert. Und wir haben aber einen massiven Fachkräftemangel zurzeit. Damals waren die Maßnahmen gut gemeint und verständlich, aber die Erwartungen haben sich nicht erfüllt. Was ist passiert? Die guten Gesellen sind aus den Betrieben, aus den Meisterbetrieben rausgegangen, haben gesagt, ich mache mich selbstständig, ich mache ein eigenes Unternehmen. Das hat eine Menge Betriebe generiert, aber nicht genügend Beschäftigung, wie man sich das erhofft hat. Es gab viele Solo-Selbstständige, viele Insolvenzen aber auch und viele Gewährleistungsprobleme und vor allen Dingen auch die Ausbildung ging massiv zurück im Bereich der Anlage B. Und es gab einen Qualitäts- und Vertrauensverlust. Und diese Fehlentwicklung wollen wir nun entgegentreten. Und es ist auch keine Rolle rückwärts und es ist auch keine Rückvermeisterung, weil sowas gibt es ja letztendlich nicht, kann es auch gar nicht geben, sondern es geht um die Stärkung des deutschen Handwerks. Und dafür stehen wir, meine Damen und Herren. Und es ist auch eine Stärkung des Meistertitels. Und wofür steht denn der deutsche Meister? Der steht für das ist ein einzigartiger Qualitätsstandard, ein Zertifikat an sich. Er steht für Qualität, er steht für Qualifikation, er steht für Verbraucherschutz, er steht für die Leistungsfähigkeit der kleinen und mittleren Betriebe. Und vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, er steht für die duale Ausbildung. Das ist ja eine einmalige Stärke in der deutschen Wirtschaft. Es ist der Wettbewerb der Besten, es ist der Wettbewerb der Könner. Und darauf sind wir in Deutschland zu Recht stolz. Meine Damen und Herren, in den zurückliegenden Monaten gab es intensive Gespräche, Anhörungen mit den Handwerksbetrieben, Anhörungen mit den Verbänden. Es gab Anhörungen mit Befürwortern und mit Gegnern auch dieser neuen Handwerksnovelle. Und wir mussten uns an ganz klaren Kriterien entlanghangeln. Und das ist nicht so einfach, dass man sagt, alles wieder zurück auf Null. Das funktioniert nicht. Wir haben nun mal die Europakonformität zu beachten. Das hilft alles nichts. Und vor allen Dingen auch im deutschen Recht, im Grundgesetz, Paragraph 12 der geschützten Berufsfreiheit. Das mussten wir alles beachten. Und deswegen haben wir uns entlang gehangelt an den Kriterien präventive Gefahrenabwehr, Sicherung der Ausbildungsleistung und der Nachwuchsförderung. Aber auch, und das ist ganz wichtig, und es wurde auch mehrfach hier angesprochen, Erhalt der immateriellen Kulturgüter und des Kulturerbes, um ein Handwerk nicht aussterben zu lassen, sondern dauerhaft zu erhalten und traditionelle Techniken und Fachwissen zu sichern. Und nun haben wir mit dem Gesetzentwurf 12 Handwerke, die vorher in der Anlage B1 waren, wieder in die Anlage A zurückgeholt, aber auch weitere Gewerke in die von den handwerksähnlichen Betrieben, von der B2 in die B1 der Handwerksbetriebe, die zulassungsfrei sind, eingeschrieben. Das ist eine Aufwertung und es wurde ja schon mehrfach angesprochen, es konnten nicht alle Erwartungen erfüllt werden. Diesen Anspruch konnten wir auch gar nicht haben. Aber eins ist auch klar, bei diesen vielen Gewerken, die auch angesprochen wurden, die auch immer wieder uns angesprochen haben, mit uns gesprochen haben, wir müssen schauen, was in den nächsten 5 Jahren in der Evaluation hier noch passieren kann. Und da müssen auch die Handwerksverbände, auch die Landesverbände sich einig sein. Bei einem Gewerk waren eben die Landesverbände sich nicht einig. Und da kann die Politik auch nicht sagen, die einen wollen, die anderen wollen nicht und wir entscheiden jetzt darüber. Also für die nächsten 5 Jahre müssen wir genau schauen, lehnt euch an die Kriterien an und dann gucken wir, wie eine entsprechende Eintragung in den einzelnen Rollen möglich ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das deutsche Handwerk ist eine starke Säule, ich würde sogar sagen, die stärkste Säule unseres Wohlstandes. Das sage ich auch ganz stolz als Handwerksmeister. Und sorgen wir dafür, dass das so bleibt, schützen und pflegen wir das deutsche Handwerk. Vielen Dank dafür.
sagt Jens Köppen für die CDU-CSU-Fraktion. Und jetzt hören wir noch als letzte Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt zur ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs Sabine Poschmann für die SPD. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist vollbracht, kann man heute sagen. Nach knapp einem Jahr liegt der Gesetzentwurf zur Wiedereinführung der Handwerkspflicht auf dem Tisch, der Handwerksmeisterpflicht. Und es ging nicht hoppla hopp, wie wir das in letzter Zeit bei manchen Gesetzen so feststellen müssen, sondern wir haben ein breites Beteiligungsverfahren gehabt. Es sind Gutachten erstellt worden, es ist eine Koalitionsarbeitsgruppe gegründet worden und da muss ich mal mit der Mehr auch aufräumen, dass wir erst angefangen haben, als der Bundesrat uns aufgefordert haben, sondern es stand schon im Koalitionsvertrag, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Wir haben den ZDH eingebunden, wir haben den DGB eingebunden, wir haben viele Gespräche mit den Innungen geführt und vor allen Dingen die Anhörung mit allen Gewerken im Ministerium durchgeführt. Ich finde, mehr geht nicht. Was war unser Ziel bei der Geschichte? Nicht den Marktzugang zu begrenzen für einige, sondern erstens die Betriebe zukunftssicher zu machen. Dafür hatten wir Gutachten, die tatsächlich belegen, wenn ein Meister an Bord ist, überlebt der Betrieb auch eine längere Zeit. Daraus kann man wieder ableiten, dass die Kunden, also der Verbraucher, dann natürlich auch einen längeren Rückgang auf den Betrieb haben. Und gleichzeitig aber auch der Betrieb natürlich dann ein Interesse hat, eine bestimmte Qualität zu liefern, Auszubildende, also Fachkräfte auch heranzuführen und innovativ zu sein, damit ich auch länger am Leben bleibe. Das zweite Ziel war, das Ganze gerichtsfest zu machen. Wir möchten das nicht nach ein paar Jahren wieder zurückführen, sondern Beständigkeit über Jahre, national, aber auch im europäischen Kontext. Und deshalb haben wir Voraussetzungen festgelegt. Einmal muss der Beruf sich gewandelt haben, es muss sich schon was getan haben, das ist bei vielen Berufen so. Er muss gefahrgeneigt sein oder halt unsere Kulturgüter schützen. Bei 12 Gewerken traf das zu. Bei manchen halt weniger, die sind nicht wieder reingekommen. Sind aber zum Beispiel große Berufe wie der Fliesenleger, Estrichleger oder Schilder- und Lichtreklamehersteller, aber auch kleinere sind jetzt wieder reingekommen. Und wie eben schon gesagt, natürlich gilt für alle anderen der Bestandsschutz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Meistertitel, die Wiedervermeisterung ist nicht das Allheilmittel. Darüber sind wir uns, glaube ich, klar. Attraktivität braucht mehr. Und wenn wir Arbeitnehmer fragen, dann ist das natürlich eine gute Zukunftsperspektive, entsprechender Lohn, Urlaub, Freizeit. Und wenn wir Arbeitgeber fragen, ist das meist, kommt die Antwort Flexibilität. Ich weiß eine Lösung dazu. Es sind Tarifverträge. Wir müssen hier den Trend stoppen. Im Handwerk sind nur noch 30% der Betriebe tarifgebunden. Damit liegen wir 20% unter dem Durchschnitt aller Gewerke, auch über dem Handwerk hinaus. So binden wir nämlich mit Tarifverträgen die Fachkräfte von morgen, die im Moment auch vom Handwerk in die Industrie abwandern. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht drohen, aber ich finde, Ankündigungen haben wir in diesem Bereich genug. Es müssen jetzt auch mal Taten folgen. Ansonsten sind wir als Gesetzgeber gefragt und müssen eingreifen. Denn gute Arbeit verdient gute Löhne. Zum Schluss möchte ich mich natürlich auch bedanken bei allen, die mitgewirkt haben. Denn man hat ganz stark gemerkt, es geht uns hier um die Sache, nicht um Parteipolitik. Und ich würde mir wünschen, dass wir eine Koalitionsarbeitsgruppe gründen mit dem Thema Tarifbindung. Denn dadurch würden wir die Qualität, die wir jetzt herausfordern, die wir jetzt vielleicht verbessern, noch mal doppelt so stark bekommen. Bei einer Serie würden wir sagen, Fortsetzung folgt. Herzlichen Dank.